Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ein kleines Immobilienthema, ein Hinweis zu einem Urteil, in dem Fall des Oberlandesgerichts Dresden. Wichtig für jeden Mieter, Vermieter, Eigentümer, obwohl es hier um ein Gewerberaummietverhältnis ging und es natürlich speziell deshalb auch für Gewerberaummieter und Vermieter relevant ist, nur die Grundsätze, die hier angesprochen wurden in diesem Urteil, gelten eben für alle Betriebskostenabrechnungen, nicht nur für gewerbliche Vermietung, sondern auch im Falle von Wohnungsvermietung. Der Hintergrund war, dass ein Mieter die Rückerstattung von seiner Meinung nach zu viel bezahlten Betriebskostenvorauszahlungen verlangte. Und zwar, ich muss kurz nachschauen, ging es um einen Gesamtbetrag in Höhe von 13.545 Euro. Der Mieter war der Auffassung, dass die Rechtsgrundlage für eine bestimmte Kostenart, die der Vermieter verlangt hat, nicht gegeben war, und er bemängelte die Abrechnung als formal falsch. Ja, eine Betriebskostenabrechnung muss, das ist ein Formalerfordernis gemäß § 259 BGB, immer die Angabe und Erläuterung der Verteilerschlüssel beinhalten. Sie muss die Zusammenstellung der Gesamtkosten beinhalten und sie muss den Anteil des Mieters an den Kosten nach Abzug seiner Vorauszahlung enthalten. Also von dem her nicht weiter schwierig, da ist nicht zu viel verlangt, das sind im Grunde Selbstverständlichkeiten. Der Mieter verlangte für die Jahre 2013, 14 und 15 zu viel bezahlte Vorauszahlungen zurück, aus seiner Sicht zu viel bezahlte Vorauszahlungen, weil der Vermieter auch die Verwaltungskosten auf den Mieter umgelegt hatte und der Mieter der Auffassung war, dass das nicht geht, dafür eben die Rechtsgrundlage fehlt. Ja, Verwaltungskosten sind grundsätzlich keine Betriebskosten gemäß Betriebskostenverordnung und somit auf den Mieter von Wohnraum nicht umlagefähig. Allerdings sind sie umlagefähig auf den Mieter von Geschäftsräumen unter der Voraussetzung, dass sie im Mietvertrag ausdrücklich als umlagefähig vereinbart sind. Daran fehlte es hier in diesem Mietvertrag. Also musste er, Punkt 1, diese Verwaltungskosten dem Vermieter nicht erstatten. Hinzu kam, dass der Vermieter es versäumt hat, in diesen Abrechnungen den Verteilerschlüssel zu benennen und deshalb das Oberlandesgericht Dresden eben auch zu der Auffassung gelangte, dass die bisher vorgelegten Abrechnungen für den genannten Zeitraum formal falsch sind und deshalb musste der Vermieter dem Mieter diese rund 13.500 Euro tatsächlich zurückerstatten. Also für alle Vermieter gilt das, was ich eben beschrieben habe, beachten Sie, dass Sie die formalen Anforderungen erfüllen. Bei Wohnraummietern können Verwaltungskosten auf die Mieter grundsätzlich nicht umgelegt werden, auch wenn Sie es vereinbaren. Auf den Gewerberaummieter kann es umgelegt werden, verlangt aber die Vereinbarung. Ja, soweit dazu unser nächstes und letztes Seminar zur Vermietung findet am 3. Dezember in Osnabrück statt. Natürlich unser letztes Seminar in diesem Jahr. Unten finden Sie den Seminarplan verlinkt. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.